Psyana ist ein Pokémon mit dem Typ Psycho, existiert seit der zweiten Spielgeneration und ist eine der möglichen letzten Entwicklungsstufen von Evoli und das Gegenstück zu Nachtara. Psyana ist ein mittelgroßes vierbeiniges Pokémon, das hellviolett, rot und dunkelblau erscheint. Mit Ausnahme des dunkelblauen Innenohres und der roten Perle ist das Pokémon komplett violett gefärbt. Psyana besitzt einen schlanken und geschmeidigen Körper, die großen Ohren fallen dabei besonders auf. Direkt unter ihnen wachsen zu jeder Seite hier ein langes und breites Haarbüschel nach unten und das Gesicht setzt sich aus den länglichen Augen, der kleinen Nase und dem kleinen Mund zusammen. Zusätzlich befindet sich auf der Stirn eine Perle und die Augen bestehen aus dunkelvioletter Lederhaut und den weißen Pupillen. Ein breiter Hals verbindet Kopf mit Körper und die vier Beine sind sehr schlank und der Schwanz spaltet sich etwa im letzten Viertel auf. Und in seiner Shiny-Form ist das hellviolette Fell kräftig grün gefärbt. Psyanas Kugel auf der Stirn ist der Ausgangspunkt für seine psychokinetischen Fähigkeiten. Aus ihr verschießt es beispielsweise Attacken wie Psystrahl. Ferner hat es die Fähigkeit der Prophezeiung entwickelt, um seinen Trainer vor Unheil zu bewahren, was sich in der Attacke sehr widerspiegelt. Generell fällt auf, dass Psyanas Moveset fast ausschließlich aus speziellen und Statusangriffen besteht und es sich im Kampf dadurch lieber auf seine Psychokräfte verlässt. Ebenso lernt es per Levelaufstieg fast nur Attacken der Typen Normal und Psycho. Psyana gehört auch zu den 6 Pokémon, die Morgengrauen per Levelanstieg erlernen. In der zweiten Generation war dies seine Spezialattacke und symbolisiert seine nur am Tag stattfindende Entwicklung. Passend dazu besitzt Psyana die Fähigkeiten Synchro und Magiespiegel, die beide auf seine psychischen Kräfte anspielen. Und Psyana ist seinem Trainer absolut treu, wenn es diesem erst einmal zugetan ist. Diese Treue geht sogar so weit, dass dieses Pokémon die Fähigkeit der Prophezeiung entwickelt hat, um seinen Trainer vor Unheil zu bewahren. Mit seinem feinen, kurzen Fell, welches sich wie Samt anfühlt, kann Psyana anhand von Luftbewegungen augenblicklich erkennen, welchen Angriff sein Gegner im Kampf plant oder außerhalb des Kampfes, ob sich das Wetter ändern wird. Optisch ist das daran zu erkennen, dass die Spitze seines zweigeteilten Schweifs zu beben beginnt. Setzt es Psychokräfte ein, leuchtet die Kugel aus seiner Stirn, aus der es auch Psychoangriffe abfeuert, und geht Psyana dabei die Kraft aus, verliert die Farbe der Kugel an den Glanz. Es ist dabei selten in der Wildnis anzutreffen und taucht häufiger in städtischen Gebieten auf. Dabei ist Psyana eine der 8 Weiterentwicklungen des Normal-Pokémon Evoli, welche zusammen auch als Evolitionen bezeichnet werden. Die gesamte Entwicklungsreihe von Evoli hat einen sehr ähnlichen strukturierten Körperbau. Der Körper und die Beine sind schmal, der Kopf hat eine fuchsartige Form und die Ohren und der Schweif haben stets ein zum Typ passendes Design. Der Körper ist dabei immer anders gefärbt, entsprechend ihrem Typen. Während die Evolutionen der ersten Generation sich durch einen Entwicklungsstein entwickeln, wird dieser Vorgang bei Evolutionen aus der zweiten Generation durch eine hohe Freundschaft bei bestimmter Tageszeit erreicht. Mit der vierten Generation eingeführte Entwicklungen benötigen einen Levelaufstieg an einem bestimmten Ort oder einen Entwicklungsstein. Und Felinara aus der 6. Generation benötigt einen Levelaufstieg mit erlernter Feenattacke und mindestens 2 Herzen Zutrauen in der Pokémon Army oder in der Pokepause. Da es in Pokémon Rubin, Saphir und Smaragd keine Tageszeiten gibt, richtet sich die Entwicklung von Evoli zu Psyana oder Nachtara nach der Uhrzeit, die man am Anfang des Spiels bestimmt. In Pokémon Feuerrot und Blattgrün ist es unmöglich, Evoli in Psyana oder Nachtara zu entwickeln, da man dort keine Uhrzeit einstellen kann. Mit seinem Typen nimmt es
halben Schaden gegen Kampf- und Psycho-Attacken, doppelten Schaden gegen Käfer-, Geist- und Unlicht-Attacken und der Rest macht normalen Schaden.